Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Ja, Teil 2, GdBA-Besprechung. Die wollen von mir ein Statement. Das gebe ich jetzt erstmal als Video vorab. Vielleicht verstehen die ja mal was als Menschen und als GenossInnen. Wenn ich diese Fotos sehe, dann denke ich an mein eigenes persönliches Schicksal. Denn mit 5, 6 Jahren, ich war in der ersten Klasse der Grundschule, da habe ich mich nicht verkleidet. Ich musste mich verkleiden. Meine schwerst valiumabhängige Mutter, Johanna Maria Schmidt, geborene Sauerbrei-Keil, hat von mir verlangt, dass ich ihre 50er-Jahre-Klamotten anziehe. Ich bin in diesen wahnsinnsgroßen Schuhen, diesen Pumps und hochhackigen 50er-Jahre-Stil, bin ich immer hingeflogen. Ich musste auch nackig vor ihr tanzen, mit dem Erfolg, dass ich in der ersten Klasse sitzen geblieben bin. Sie hat mich von der Schule ferngehalten, sie hat mir dauernd Entschuldigungen geschrieben, dass ich krank wäre, und sie hat mich als ihren persönlichen Belustiger, Diener, wie auch immer, angesehen. Das ist die Wahrheit, leider. Meine Halbschwester Patricia Villotti, mit der ich jetzt diesen jahrelangen Rechtsstreit führe, hat davon gar keine Ahnung, weil sie ja erst geboren wurde. Sie ist 5 Jahre jünger als ich. Und das war für mich mein persönliches Waterloo. Das war krank. Und ich habe es auch mehrmals probiert. Ich habe auch hier in Münster mit Suki, Maureen Freitag, wirklich eine der ältesten, besten und bekanntesten Transgender, Transfrauen, auch wenn sie das nicht gerne hört, Transfrau, sie ist ja eine Frau, auch biologisch angeglichen, alles operativ. Und insofern, ja, ich habe überhaupt nichts dagegen. Nicht, dass mir jetzt wieder irgendjemand unterstellt, ich wäre transfeindlich. Ich bin auch hier für Malte C. Auf dieser Demo gewesen und habe vor 6.500 Leuten gesprochen. Aber es hat halt auch für mich persönlich eine andere Geschichte, leider, leider Gottes. Frau Kostolmein weiß, dass ich in Perücke mich mehrmals verkleidet habe im Zuschauerraum. Die wollten mir ja nie eine Rolle geben. Ich hätte ja hier brillieren können am Theater Münster, aber ich habe mir dann halt mein eigenes kleines Theater zusammen gedacht und auch mit Kinderhaus ihr sogar noch ein Theaterstück angeboten. So Leute, ich habe das jetzt aufgehängt, mein Kunstwerk. Und ich weiß, so sicher wie das Amen in der Kirche, dass dieses Werk mich freisprechen wird, letztendlich. Denn das ist mehr als deutlich, was dieses Theater gemacht hat. Die hat einfach geklaut. Frau Wolf, Dankeschön, Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, Sie konnten das nicht besser darstellen und machen mit ihrem Bühnenbild auf dem Berg, auf dem Totenhügel von Grabeshügel der Kelten. Es ist 1:1 abgeguckt. Es ist wirklich faszinierend. Es ist wirklich absolut da oben der Geist in Form eines weißen Bademantels. Da steht er mit seinem weißen Überzug, der Messdiener. Der freundliche, alles Tuende gegen mich, Martin Schmitz. Wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Und ich hoffe, dass die GdBA, Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, jetzt endlich mir hilft. Denn das ist Kunstdiebstahl, es ist Raub, es ist Kunstraub. Und damit kann man vor jedem Gericht beweisen, dass Kinderhäuser in der Tat ein Plagiat, ein ganz, ganz übler Ideen- und Gedankenklau ist. Denkt drüber nach, Leute, und hasst mich nicht dafür, wer ich bin, sondern hasst mich dafür, wer ich sein könnte.